Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Stranded. Hallo. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge mal gefragt, oder in einer der letzten Folgen habe ich mal gefragt, wie ich denn zu Federn komme. Und da habt ihr unter anderem auch reingeschrieben, dass ich Ground Traps mal irgendwann bekommen habe, beziehungsweise mit Christina zusammen. Allerdings weiß ich nicht mehr, wo die sind. Gute Frage, nächste Frage. Und da sollte ich irgendwie Veggie Bites reinpacken, oder Bates, Bites, wie auch immer. Gute Frage, nächste Frage, wo dieser Quark sein soll. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, junger Mann. Muss ich lügen? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Das heißt, wir bauen das mal eben nach. Guck mal, das hier ist zum Beispiel so ein Byte. Da braucht man einen String zu. Ein String, so mitten durch die Backen. Weiß ich, String. Ich hoffe, ich habe noch welche. Oben. Ganz bestimmt, oder? Hier unten drin. Out of range. Will sie verarschen. Man muss den... Irgendwo kann man den ja auch erweitern, ne? Die Range. Klar. Muss ich auch nochmal machen. Irgendwie so... Da. Okay, wir haben 474 Strings. Okay, passt. Würde ich sagen, lübt, ne? Gibt's da nichts Rotes? Nee, ich kann nur Grünes, oder? Ohne Witz. Ihr wollt mich hier verarschen. Nein! Mann! Kann ich die Dinger nicht nutzen? Was ist denn da für ein Kack? Was haben wir da hinten? Was hat sie da hinten noch gepflanzt? Spice Leaf. Ich glaube, die konnte man machen. Warte mal. So. Ich übertreibe jetzt mal so dermaßen. Geht nicht. Warum nicht? Oh Leute, das kann nicht wahr sein. Broccoli. Damit geht das? Was sind die Dinger? Damit geht das. Ohne Witz, damit kann ich das machen? Wie assig ist das denn bitte? Machen wir mal ein paar. Zack. Läuft. Sozusagen. Finde ich voll gut. Das hier... Semi. Pack das mal alles da rein. So, dann haben wir nämlich so ein paar Veggie Baits. Und dafür brauchen wir jetzt noch... Was haben wir gesagt? Wir brauchten noch... einen... Ground Trap. Ground... Trap, das bist du, von Pam's Harvest Craft. Haben wir sowas da? Fast! Lul. Eine Trapdoor haben wir noch nicht. So, jetzt haben wir so ein Ding. Und dann? Brauchst du Strom? Was braucht das? Wie geht das? Wann geht das? Warum geht das? Braucht das Strom oder was braucht das? Leute? Verlasst mich nicht! Was brauche ich denn dafür? Oder was waren das da unten gewesen? Wo ich, flupp. Wo ich hier die komische Erde gemacht habe. Alter, hallo. Leck, leck, leck. Das waren Mäusdener. Kommt man damit weiter? Ne, kommt man nicht, ne? Okay, mit dem Mäuschen, da kommt man nicht weiter. Aber wie kommen wir mit dem... Was brauchen wir dafür? Okay. Ganz toll. Da muss ich mich nochmal ganz in Ruhe mit beschäftigen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Alter, warum leckt das denn hier so? Im Übrigen haben wir abgedatet, aktualisiert auf die Version 1.9.1, glaube ich, ist das jetzt. Das heißt, wir sind da etwas aktueller und haben tatsächlich jetzt einfach, ja, ich glaube, die aktuellste Version drauf, die es zurzeit gibt, meine ich. Es sei denn, es ist schon wieder was Neues rausgekommen, aber ich glaube, wir haben soweit die aktuellste Version drauf. Da hat mein
Servermann so ein bisschen rumgespielt und hat gesagt, hör mal, ich habe da was gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, wie schön. Und da hat er gesagt, ja, ich weiß. Und da habe ich gedacht, okay, passt. Ground Trap. Okay, Ground Trap sagt ja eigentlich, dass ich unten irgendwo eine Falle baue, oder? Ist doch nichts anderes, ne? Das heißt, ich müsste... theoretisch das so machen? Richtig? Stimmt das? Jungs, ich weiß es nicht. Ist ja gut. Ich lasse es mal so liegen. Ich habe da jetzt echt nicht wirklich den Plan, muss ich so sagen. Also da bin ich ein bisschen überfragt. So, pass auf, dann gehen wir nochmal so ein bisschen auf die Questies. Das heißt, wir gehen hierhin. Holoprojektor. Was auch immer. Wofür, weshalb, weswegen. Ich habe keine Ahnung. Wir machen das aber mal. Holoprojektor. Gehen da mal... oh. Bei. Habe ich das nicht schon? Immer noch nicht. Keine Ahnung. Also muss ich jetzt lügen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Bin ich ganz ehrlich. Ich werde mich noch reinlesen. Und dann werde ich hoffentlich zur nächsten Folge was machen können. So, pass auf. Wir brauchen... haben wir eigentlich hier schon? Nee, noch nicht. Das haben wir hier auf jeden Fall. Coolio. Und dann können wir den nämlich schon bauen. Nice. Hui. Craft complete. Select choice and remove. Oh. Ich mach das mal. Ich bin gerade so ein bisschen müde, wie du merkst, ne? So. Wofür brauchen wir das? Falls, 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 falls. So, pass mal auf. Können wir? Shift, right-click, open the machine, select interface. Shift, scroll, moves. Okay. Cutting machine, lath, crystallizer. Okay. Ach, was, lol. Genau, da hat er Key. Okay, alles klar. Das war eine Schematika, eine Schablone. Warum bin ich eigentlich so müde jetzt, ohne Witz? Ich könnte mich ins Bett legen und pennen, Alter. Das ist wirklich so. Was haben wir hier noch? Barley. Und das ist eine Birne, ne? Oh, lol. Okay, nice. So, was haben wir hier noch? Du bist doch fleißig am Eskalieren, oder? Hallo? Du bist doch fleißig am Eskalieren. Warte mal, wie viel Wither haben wir denn jetzt schon? 9. Das heißt, wir könnten ja eigentlich einen Wither schon spawnen lassen, richtig? Dazu brauchen wir aber einen Wither-Proof oder sowas. Okay. Reinforced Obsidian, Witherproof. Genau, das brauchen wir. Alter. Wow. Oh, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen kaputt, so wie es aussieht. In der Tat. Wir haben es auch gerade... oh. 3. Geil. Wir haben es auch gerade in der Tat 23.30 Uhr durch. Und ich würde sagen, das ist die Sendung für das aufgeweckte Kind. So, das ist schon mal ganz cool. Wir brauchen eigentlich noch mehr. Das ist noch lange nicht alles. Da sind jetzt so Klötze, die sind ja witherfest.
sozusagen. Das heißt, ich kann die aber mit einer Pickaxe abbauen, aber nicht der Wither. Der kann das, der ist fest. Weißt du, den setze ich einfach hin und dann spawne ich da drin Wither und dann ist gut. Dafür brauche ich aber halt noch ein bisschen Material. Das machen wir einfach mal. So. Aloysmelter. Wir brauchen Obsidian. Wir brauchen Coal Dust und einmal Obsidian. Und ein bisschen Obsidian haben wir ja. Das ist cool, jo. Warte mal, machen wir Coal Dust. Okay, dann machen wir da später mal das drauf. Was war das noch? Was braucht man noch? Iron. Iron. Da haben wir ja ein bisschen was von, ne? Coolio, pass auf, dann können wir nämlich hochgehen. Was? First Plate, hallo? Ich hab doch nichts gemacht. Dann haben wir hier irgendwo die Sackmüll. Und die Sackmüll, die lassen wir da jetzt Pulverized Coal draus machen, richtig? Pulverized Coal, genau. Okay, dann kannst du das mal ein bisschen durchkauen. Und dann können wir nämlich schon mal hier reingehen und sagen, wir machen die Alois. Alois. Pam. Und dann kannst du nämlich schon mal loslegen. Und dann kannst du ein bisschen was machen. So, pass auf, dann kann ich gucken, warum geht das da unten nicht weiter. Ich hatte nämlich eben gesehen, dass es noch nicht so wirklich weitergeht. Das heißt, wir müssten hier nochmal hingehen und sagen, warum machst du nicht... Achso, die haben kein... Ah, die haben kein Mesh. Da muss ich mal ein bisschen Mesh machen. Mima Mesh. Mimimi Mesh. Mesh. Eins habe ich noch. Mesh Dye. Okay, warte mal. Mesh. Iron Mesh. Okay, wir brauchen Iron Bars. 2, 3, danke. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Iron Mesh. Okay, mehr gibt es erstmal nicht. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir ein bisschen was loswerden können. Dahin. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz und Luft. Ah, okay, pass auf. So. Ganz einfach. So machen wir das. Und dann können wir nämlich noch ein bisschen weitermachen, warte. So. Dann können wir das nämlich noch mit dazufügen und sagen ganz einfach mal so. Brupp. So, dann haben die wieder so ein bisschen, genau. Dann haben die wieder so ein bisschen, womit sie arbeiten können. Dann kriegen wir wieder Material. Sehr schön, liebe Leute, sehr schön. So, wir müssen mal hochgucken. Wie weit sind die oben? Zack, 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 zack. Fertig? Lull. Mir juckt das Ohr irgendwie. Aus welchen Gründen noch immer? Half a heart. Das können wir ja alles gleich hier mal reinschmeißen. Low pressure. Du kommst. Nein. Du solltest da noch nicht rein. Okay, egal. Ditte. Hey, Mushrooms. Schöne Pilzsuppe können wir rausmachen. Pilzsuppe. So. Out of range. Leck mich doch am Arsch. Da. Oh, cool. Ich weiß jetzt natürlich nur nicht, wie viel Blöcke wir brauchen, um einen wirklich witherfesten Käfig zu bauen. Das wird aber ganz schön teuer, auf jeden Fall. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist einfach so.
Wo packt man den hin? Eigentlich hier unten, ne? Komm mal her. Das machen wir auch. Ich habe nur noch null Schimmer, wie breit ich den machen muss. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, ich habe das automatische Hochspringen mit 1 Meter, ne? Okay. Ich packe den einfach immer hier dazwischen. Dann werde ich mal sehen, was passiert. Ob das hinreicht oder nicht, das werden wir sehen. 3. Reicht das? Oder brauchen wir noch ein mehr? Huch. So. Ich weiß nicht, wie breit der sein muss. Ohne Witz. Ja, genau. Ich baue das erstmal wieder zu, weil das wird erstmal ein Provisorium. Dann können wir den nämlich da hinsetzen. Dann können wir den spawnen lassen. Und wir haben dann, glaube ich, ein bisschen Spaß damit. Auf jeden Fall. Dann haben wir nämlich ein paar Wither. Oder einen Wither, den wir machen können. Den können wir dann erstmal mit so einem Mob-Prism auffangen. Und dann können wir den Rest ja in der Wutfarm machen, weißt du? Dafür machst du so einen riesen Aufwand, ne? Ohne Witz. Ohne Witz. Einer. Null. Okay, keine Frage. So, können wir hier nochmal gucken, was haben wir hier noch? Hier gab es doch irgendwo Wireless Range. Heißen die so? Wireless Booster. Ja, gucke. Wie viele Enderpfeile? Wir haben doch auch schon ein paar Ender. Alter! Okay, dann würde ich sagen, ich male noch mal ein paar Enderperlen. Einfach nur so, weil ich es kann. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier eine Folgenpause. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da, Daumen nach oben oder auch ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder zur nächsten Folge von Minecraft Stranded, wenn wir hier so ein bisschen gesiebt haben. Und dann, ja, bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis dann, ciao.